So, jetzt ist es möglich, dass wir das Gleisbett auch da noch drüber tun. Leider habe ich die anderen Gleisbett-Videos versehentlich gelöscht, deswegen kann ich euch jetzt nur anhand dieses Beispiels zeigen, wie das geht. Aber es ist ja nicht so schwierig. Auch die Kurve kann ich euch noch zeigen, was ich noch machen muss. Am besten eben anzeichnen oder halt anschneiden, hinlegen, anschneiden, genau dort, so das Woodland Scenic Gleisbett ist ja recht leicht zum Schneiden. Ich habe es mit einem Leim gemacht, was ja auf der Ebene jetzt kein Problem ist, aber das Problem ist dann, was ich gesehen habe, wenn in der Kurve, weil das nicht gleich biegt. Und in der Kurve muss das doch gleich biegen, aber da in der Ebene könnte es ruhig mit einem Leim, aber auch am besten mit einem Expressleim. Okay, die ist leer. Frische, ist ja nicht so, dass man zu wenig hätten. Gut, also Expressleim drauf oder halt irgendein Leim drauf. Am besten mit etwas zu verstreichen geht, verstreichen, besser ist was Gerades, das ist so was Ungerades, warte, dann werden wir gleich mal eine Gerade schneiden, passt, gut, also mit verteilt, ich meine in dem Fall habe ich jetzt ein kurzes Stückel, ist nicht so schwer. Wenn es länger ist, ist es vielleicht besser, wenn ihr den Boden bestreicht. Was jetzt auch ist, macht immer die Geraden. Also das habe ich festgestellt, das ist am gescheitsten. Macht die Gerade. Macht die Gerade. Idee, ich habe da die Gerade bis daher, macht die Kurven extra. Warum? Na, bei den Kurven haben wir ja einen Unterschied, das werde ich euch gleich zeigen, in der Länge von der einen, von der Außen, von der Innenseite. Das zeige ich euch gleich. Also bei einer Kurve macht es so, dass ihr die andere Seite die Länge, die ihr braucht, einmal zuschneidet. Geht es da ein bisschen drüber, weil ein bisschen müsst ihr dann eh schneiden. Wir machen jetzt das so lang. Was müsst ihr noch machen? Ihr müsst den in der Mitte durchschneiden. Falls ihr nicht wisst, warum, wird es euch gleich gezeigt. Ich mache das da an der, wo ich gerade habe. Wenn ihr das habt, fangt einmal mit der äußeren an. In dem Fall ist es fast gescheiter, wenn ihr am Heißkleber verwendet, weil der schneller trocknet. Trotzdem passt, schaut, dass der Heißkleber sehr heiß ist, damit er nicht zu schnell trocknet. Denn ihr müsst, wie fangt ihr da an? Wenn ihr das ansteckt, ihr müsst ja da eine Kurve machen und da haltet dann der Espress oder der Leim nicht, gell? So schnell wie eben in dem Fall der Kleber.
Und jetzt, warum ihr das schneiden müsst, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und aufpassen, der Hasskleber ist wirklich Hass. So, fangt da wieder an und setzt das schön dazu. So, passt. So, haltet. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist natürlich das Innenteil länger wie das Außenteil, ganz klar, weil das einen kürzeren Weg hat. Und da schneidet ihr einfach eine Gerade. Die Stelle, wo es am besten ist, wo ihr dann den nächsten dann wieder ansetzen könnt. Sofern. Bei mir wird das ja jetzt dann ein Absteckgleis. Das heißt, da kommt dann jetzt das Gleis dazu und das wird dann ein Abstellgleis derweil, bis ich mehr Platz habe, dann kann ich hier auch eine weiterführende Schiene machen. Aber so habt ihr jetzt gesehen, wie man das verklebt, auch auf was man achten muss, welche Kleber man verwenden sollte, damit ihr auch das gesehen habt. Jetzt als nächstes, wie befestige ich eben die Schienen und wie mache ich das auch mit den Weichen?